Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hearthstone und es ist mal eine Opening-Folge. Ihr seht schon, ich habe 85 Booster der neuesten Serie, teils gekauft, teils durch mein ganzes Gold investiert. Ja, wir schauen mal rein, hoffen mal, dass wir tolle Karten rauskriegen. Wir hoffen mal. So, Haifischschloss schon fahren, ruft ein Pirat ganz herbei. Okay. Alles klar. Aha. Für den Helden. Okay, fünf. Oder oh, heftig, ey. Und seine Karte. Kampfstein deckt einen Zauber, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Euer nächster Heldenfähigkeit in diesem Zug verursacht 2 Schaden mehr. Okay. Naja. Und ich schreie, ob es besser ist. Fällt ein Diener, erhält ein Kopie davon auf die Hand. Erhält zwei Bananen auf die Hand. Okay. Eifer. Kampfschei erhalten ein Luchs einseits mit Eifer auf die Hand. Achso. Man kriegt ein Luchs einseits auf die Hand. Okay, mit Eifer. Heißt, man kann ihn ausspielen gleich. Er kann gleich angreifen, Diener. Und im ersten Zug verstohlen, zieht jedes Mal, wenn ihr ein Zauber wirkt, einen Zauber aus dem Deck, der eins mehr kostet. Okay. Verstohlen hat überwältigend. Was? Überwältigen? Was ist überwältigen? Okay, das ist was Neues. Halte 3 Rüstung. Wenn sie jemand besiegt, oder wie? Das war was Neues in diesem Serien. Tosa, ihr ruft euren Gegner ein freigelassener 03 mit Spott herbei. Geistforscht. Ja, haben wir schon gehabt. Auch schon eine Schildkröte. Arcanosaurus. Kampfschrei fügt allen an, die in 3 Schalen zu, wenn ihr im letzten Zug Elementar herausgespielt habt. Okay. Halt zwei für Drachen auf die Hand. Okay. Lebenszukampf so ein Schaden. Okay. Einfach kommt. Ja, natürlich schon. Legendär! Okay, das war das 3. Booster. Also. Captain Heizahn. Kampfschrei ruft 3 Piraten aus eurem Deck herbei, verleiht ihnen Eifer. Das war heftig. Der ist heftig, wenn man gute Piraten hat, wieso nicht? Zieht 2 Karten. Der nächste Tag, den ihr in diesem Zug ausspielt. Okay, alles klar. Gut, alle Idee haben wir schon. Eine Waffe einer Klasse. Entdeckt eine Waffe einer anderen Klasse. Anderen, okay. 2 Ideen, okay. Kampf verfügt einem feindlichen Diener Schaden zu, der den Angriff eures Helden spricht. Okay. Kampfschrei. Bringt einen feindlichen Diener mit Spott zum Schweigen. Tose vielleicht euren Diener Eif. Oh, okay. Okay, es macht Sinn, wenn es ein Diener ist, der vielleicht nicht angreifen könnte. Kampfschrei. Fügt eurem Held 5 Schaden zu. Na toll. Was bin denn diese Rüstung, bitteschön? Diese Waffe. Fühlt an die in 3 Schaden zu, wenn ihr im letzten Zug einen Elementarherd ausspielt. Okay, wir haben schon Carnosaurus. Vernichtet einen unverletzten Diener. Okay. Werft der Karte mit niedriger Kosten ab, fügt an die in 2 Schaden zu. Okay. Eifer und Spott. Okay, er kann gleich angreifen. Wir haben schon gehabt. Verletztwind, Kampfschrei, 2 Bananen auf die Hand. Okay. Jetzt kommen also die Sachen, die sich wiederholen. Stellt 4 Leben wieder her, zieht eine Karte. Okay.
Komm schon, lasst euren Freund Dina auf der Hand zurückkehren und vielleicht ihn. Ah, einen. Oh, gut, schade, ich da schon mehrere. Wäre krass gewesen. Ich dachte alle. Haben wir schon gedacht? Eif überwältigen. Ruf Zerfledermäuse 1-1 herbei. Kampfschrei ruft einen Jungspund 5-5 herbei. Schulteras überwältigen. Ihr könnt euch erneut angreifen. Okay. Ich frage mich echt, ist überwältigen, wenn man den Gegner besiegt? Zwei Schandecker, eine Waffe einer anderen Klasse. Ja. Achso, warte mal. So schon, eure Diener mit Eif sind immun in, zu, in, die, in dem Zu, in dem ihr sie herbeiruft. Okay. Okay, ich sehe schon, da kann man echt seinen Diener ein bisschen pushen mit diesen Sachen. Kampfschrei, Halte 4-4 und Spott, wenn ihr die in diesem Spiel zu leben wiederhergestellt habt. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Danach ein Achter dann. So. Mach kurz alle auf und schaut mir das besser an. Zieht ein Wildtier aus eurem Deck, verdoppelt sein Leben. Okay. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Redigen kostet. Kostet für jeden Fall die eins weniger. Da ist Schaden. Ruft. Ja. Der Köderpfeil ruft den Jesaja herbei. Golden selten, okay. Hier keine Waffe an der Klasse. War ja ein Booster, zwei Golden, nicht schlecht. Zwei seltene. Eure nächste Helferkeit in diesem Zug kostet 0, okay. Ja. Okay. Lebisch verleiht ein befreundet Wildtier 1+1 an auf zufälligen Feind Diener angreifen. Ruf drei Köten 2-4 mit Spott herbei. Was? Da ist krass. Aber überladen nachher. Rufen Sie bei dessen Kosten eure Rüstung spricht, maximal 10. Statt Beginn eures Zuges bei diesem Diener 2 Leben wieder her. Eisner, Jungfrau, okay. Ich bin gespannt, wie lange das Video wird. Wenn ich hier nicht ein bisschen mich beeile, wird es ewig lang. Sportgottes. Was? 14 Leben! Nur Sport noch. Fügt allen an Diener 1 Schaden zu. Ruft jedes Mal einen Zombie 1-1 mit Spott herbei, wenn ihr einen Zauber wirkt. Euer Held ist bis zu eurem nächsten Zug immun, okay. Okay, ruft einen weiten Orgast herbei. Über den verdoppelten Angriff dieses Dieners. Okay. Ich
Kampfschrei deckt einen Kopie-Einsatz eines Dieners mit Kampfschrei. Sie kostet 1. Tote Flieger, die kostet Wildtier um 1 um 1. Okay. Okay, Untot, Ungetüm. Aha. Torin, Köter, überlegen. Pflichten ein für einen Diener, verleiht euren Diener 1 plus 1. Köter legen wir auch wieder bei. Kampf für jedes Spiel erhält eine Kopie einer zufälligen Karte aus dem Deck seines Gegners. Okay. Gebt euren Gegner eine Münze. Okay. Dafür habe ich mir einen 3-3er schon einen zweiten zu. Wenn ein Freund Diener angegriffen wird, ruft ihr eine Kopie davon herbei. Wer nur angegriffen wird, ach, das ist auch krass. Sicher toll, ein neues Magiergeheimnis. Todesrocheln, ziehe 2 Karten. Füge einem feindlichen Helden am Ende des Zuges 2 Schaden zu. Füge dem, was hat einen, hä? Ein feindliches, wo ich mehr rein haben kann. Decken die, der entdeckt sie, zieht alle der Karten, wenn alles für Tier sind. Okay. Zieht ein Wildtier aus und Deck verdoppelt sein Leben. Ruft ein zufälligen Diener herbei, dessen Kosten eurer Rüstung entsprechen. Okay. Okay, vernichtet einen verletzten feindlichen Diener, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Vielleicht einfach ein Diener, okay. Selten. Da haben wir schon Kampfschrei, halte 5 Rüstung, wenn ihr einen Dach dran habt, okay. Vielleicht ein Diener kostet 1 wenig für jeden Diener, den ihr kontrolliert, okay. Na gut, das haben wir auch schon. Bro Samdi, der Tote, Kampfschrei, zieht aus dem Deck Diener, die 1 kosten, bis eure Hand voll ist. Okay. Vernichte einen Diener. Okay. Okay, zweite legendäre Karte. Selbe Karte, ja. Schon. Ruft aus eurem Hand ein zufälliges Wild herbei und verleiht ihm Eifer. Okay. Ruft, ja. Die Echse ist schlecht. Ein Spotbreaker war es. Zieht jetzt mal eine Karte, wenn ihr bei eurem Helden mindestens ein Leben wiederherstellt.
Okay. Wow, okay, das ist krass. Vernichtet einen verletzten Feind, diene, wenn ihr einen Drachen. Weil ja vier spezielle Karten haben gehabt in der Ziehung jetzt. Okay, zieht jedes Mal eine Karte, wenn euer Heldenfähigkeit einen Diener vernichtet. Fügt ein zufälliger Feind 3 Schaden zu, wenn für jeden euer Pirat wiederholt. Okay. Und da war noch. Fügt. Nee, der. Na gut, egal. Sind einige. Füge einen Diener 4 Schaden zu, kostet 1. Okay. Okay. Hat heute dieselbe Karte gleich zweimal bekommen. Das Pech muss erstmal haben. Okay, schon wieder der. Kam schon dreimal. Wie viele Golden wir haben. Zieht sein Moros aus seinem Deck. Okay. Okay. Werft eure Karte mit niedrigen Kosten ab, fügt allen die in 2 Schaden zu, okay. Okay. Langsam kommen wir ans Ende. Mal schauen, ob wir noch einen legendären rauskriegen. Epische Karte. Okay. Ja. Also nicht so toll. So. Nächster Booster. Ein gewöhnlicher, okay. Ich habe überlegt jetzt, wie ich vielleicht doch noch legendär ausgehe. Aber das ist ein Zufall, ne? Also was? Brute Roll Rächerin. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu, nachdem ein freundlicher Diener gestorben ist. Okay. Also viel Leben hat und vielleicht viele kleine. Auf dem Feld wäre es nicht so schlecht eigentlich schon wieder. Die Skarabäen, denke ich, sind auch sicher übel. Okay. Öfter. Wird hier CC 2 plus 2. Ja, so wie dazu. 16 Booster noch. Ich
Ich habe jetzt einmal die Booster und hoffe, dass vielleicht noch was Wertvolles rauskommt. Ich gebe jede Münzen, ja klar. Aber nicht. Ungetüm. Okay. Und selten haben wir auch raus schon gesehen. Ich bin gespannt, wie viel Start mit einer Runde rauskriegen. Okay. Jan Jalai, der Drachenfalke. Kampfschrei, ruft Ragnaros, den Feuerfürst herbei, wenn euer Heldenfähigkeit in diesem Spiel 8 Schaden verursacht hat. Was? Wie übel sind das, bitteschön. Oh, wie krass. Dann hat man die in plus Ragnaros am Feld. Wow, krass. Schwäbische Karten fügt einem zufälligen Feind 3 Schaden zu. Wir für jeden Piraten geholt, okay. Attacke. Ja. Kampf vergeben, ja. Decke, die. Spott. Rücktragen auf der Hand. So, letzten 6 Booster. Spannend, ob wir noch was Tolles ziehen. Ende noch. Das war's dann wieder, ne? Ich habe 1200 Staub habe ich am Anfang verbraten. Gespannt, wenn ich was rausbekomme, wie viel ich das hole. So, und letzte Booster. Na, leider nichts. Okay. Gut, auf Anhieb keine Karte, die ich jetzt wirklich in meinem Set brauchen kann. Also wird es eine tolle Kombination geben, im Endeffekt dann. Ist ja immer dasselbe. Schaut mal, was wir zerlegen können. Und ob wir eventuell uns dafür eine Karte holen können oder bauen können, die uns wirklich was bringen würde. Für den Stab gibt es wie viel? Okay, jede Menge. Okay, jetzt will ich kurz schauen. So. Rambazamba. Legend. Ergebnis, okay. Legendär. Hier stand. Was? Kampfschrei? Erhalte eine Kopie eurer Starter auf die Hand ohne diese Karte. Oh, schade. Das wäre krass. Wenn man die zur Zeit auf der Hand hätte, ne? Zamba verwandelt sich an eine ihrer 4 Dinosaurgestalten. Okay. Wenn ich diese Karte abwerft, halt 2 Kopien davon auf die Hand. Füllt eure Hand mit Luchsen. Lasst Zauber in die Hand letzten Zug gewirkt haben. Okay. Nachdem er Held einen Diener angegriffen und vernichtet hat, kann er erneut angreifen. Okay, warte mal. Wirkt allen Zaubern, die ihn in diesem Spiel ausgeführt habt. Okay. Den hat er schon gehabt, ja. Was ist Paladin? Großschild Eifer Leben. Es kostet 1 wenig für jeden Mana, dass ihr einen Zauber. Dass ihr für Zauber verbraucht habt. Oh, was für Zauber.
krass. Ruft aus eurer Hand alle Diener bei, die nicht zu spielen in einem Deck waren. Aha. Die man klaut, hat blöd gesagt. Fühlt euer sein, okay. Ich will mal kurz paladin-mäßig schauen, was hier so gibt, so. Luchsen Eva. Ich merke gerade, wie es hier an bei kopiert alle Drachen auf der Hand. Den habe ich gerade bei. Hier ist einige. Greifen. Okay. Wie habe ich abgestriftet? Da. Helden alles Leben bis auf. Was? Verwandelt bei euren Helden alles Leben bis auf eins in Rüstung. Okay. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber auf einen Diener wirkt, wird der auch auf benachbarte Diener wirkt. Okay. Okay, Einser. Hat wohl keinen Nuller nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann mal heute mit dem Opening. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge oder beim nächsten Let's Play. Bis dann und bye bye.